hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Jesus, ihr seid göttlich. Gechannelt durch John Smallman, übersetzt von Yvonne Moore. Wir, eure individuellen Unterstützungsteams in den nicht-physischen Reichen, sind ständig bei jedem von euch in jedem Augenblick und bieten euch Liebe und Trost dar, wenn ihr wählt, euch dafür zu öffnen, beides von uns zu empfangen. Ihr seid niemals allein, auch wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, dass ihr allein seid oder gar verlassen wurdet. Ihr alle habt während eurer Kindheit und Jugend Traumas erlebt, die oft enorme emotionale Narben hinterlassen haben. Diese Traumas sind vergangen, sie sind vorbei, aber wenn ihr sie wieder aufgreift, indem ihr einander eure Geschichten erzählt, bringt ihr die aus ihnen resultierenden Emotionen mit fast der gleichen Intensität, wie ihr sie zu der Zeit empfangen habt, als sie passierten, wieder in die Gegenwart hinein. Ihr erweckt die toten Geschichten wieder zum Leben. Meist musstet ihr sie damals natürlich stilllegen, sie unter der Ebene eures bewussten Gewahrseins begraben, weil es nicht sicher war und emotional viel zu schmerzhaft für euch war, sie auszudrücken. Wenn ihr jetzt angetriggert werdet und unerwartete und starke Emotionen auftauchen, versucht nicht, sie erneut zu verdrängen, zu blockieren, weil ihr vielleicht glaubt, sie seien ein Zeichen von Schwäche, Unzulänglichkeit oder Unwürdigkeit. Oder sie zu identifizieren und zu analysieren, sondern erlaubt euch einfach, sie zu fühlen und erlaubt ihnen zu fließen. Das hilft euch sehr dabei, sie zu erlösen und den fast vulkanisch-explosiven emotionalen Druck in euch zu lösen und abzubauen. Einen enormen Druck, den ihr vor eurem Bewusstsein abgeschottet habt. Und dann werdet ihr feststellen, dass ihr euch entspannt, in Bauch, Schultern, Hals und Nacken. Und es wird sich anfühlen, als ob eine große Last von euch genommen wurde. Ah, ah, was für eine wunderbare Erleichterung. Deshalb sind eure täglichen Besuche in eurer heiligen inneren Zuflucht so wichtig. Wenn ihr in diesem tief inneren Raum seid, werden Gefühle und Emotionen auftauchen. Blockiert sie nicht. Lasst euch nicht von Ego-Ablenkungsmanövern, die aus Nervosität oder Gereiztheit resultieren, von eurer Absicht abbringen, in Ruhe und Frieden zu sein. Ihr befindet euch in eurem Inneren an einem sicheren Ort, allein und ungestört von anderen. Darum lasst eure Gefühle fließen. Das müssen sie. Und innerhalb weniger Augenblicke werden sie aufgelöst sein. Und dann könnt ihr euch wieder in Ruhe in eurem Inneren niederlassen, jetzt jedoch wahrscheinlich tiefer und friedvoller. Vielleicht habt ihr jetzt das Gefühl, dass ihr dort für immer ausruhen möchtet, und wenn ihr das nicht tun könnt, könnt ihr dennoch dieses Gefühl des Friedens mit euch nehmen, wenn ihr zu euren täglichen menschlichen Aktivitäten zurückkehrt. Ihr seid Gottes geliebte Kinder, und es ist sein Wunsch für euch, dass ihr in Frieden und Freude lebt, auch wenn ihr euch für diesen flüchtigen Moment weiterhin voll und ganz auf die unwirkliche Welt der Formen einlasst. Deshalb ist er immer bei euch und wartet, dass ihr ihn in eure Herzen einladet, denn ihr habt Zugang zu der Liebe, die ihr seid, wenn ihr in seiner ewigen Gegenwart ruht und euch von dem völlig unzutreffenden Gefühl löst, nicht gut genug, zu sündig oder zu unwürdig für ihn zu sein.
Ihr seid ewiglich, vollständig und vollkommen, ja, unendlich würdig der Liebe, die Mutter, Vater Gott ist und in der ihr eure Existenz habt, ohne auch nur einen Augenblick von diesem, eurem natürlichen Zustand getrennt zu sein. Die Liebe, in der Gott euch in jedem Augenblick eures Daseins hält, übersteigt bei weitem jeden Versuch, sie zu erfassen und sie mit irgendwelchen Begriffen zu beschreiben, die ihr in eurer menschlichen Form erdenken mögt. Ihr seid in jedem Augenblick eins mit ihr, denn Liebe ist die Lebenskraft, die unendliche Macht, die die gesamte Schöpfung auf ewig weiter bestehen lässt. Schöpfung ist die fortwährende Ausdehnung von Liebe, die sich selbst in einem endlosen Ausströmen ihrer selbst zur unendlichen Freude von allem ausbreitet. Eure Freude und euer Staunen über die Erfahrung eures Erwachens werden die Großartigkeit und Herrlichkeit von Mutter, Vater, Gott noch weiter ausdehnen. Ihr habt keine Vorstellung von dem Wunder, das euch in diesem brillantesten Moment des Jetzt erwartet. Gott ist unendliche Liebe, die diesen Zustand immer weiter ausdehnt. Ihr alle wisst dies tief in eurem Inneren, denn ihr seid eins mit ihm. Genau dieses tiefe Innere, euch nahezu unbewusste Wissen, hilft euch, wenn ihr euch vorwärts zu bewegen wählt, obwohl ihr mit Dingen zu tun habt, die euch aus menschlicher Sicht wie unüberwindliche Schmerzen und Schwierigkeiten erscheinen. Es ist eine Tatsache, ihr bewegt euch kraftvoll und schnell auf euer Erwachen zu. Darum lasst nicht zu, dass irgendwelche Zweifel, die aufgrund der Nachrichten über das weltweite Chaos und Leid aufkommen, die euch eure Massenmedien ständig präsentieren, euch von eurem heiligen Weg nach vorn ablenken. Noch während ihr euch vorwärts bewegt, umarmt die Liebe, die ihr seid und die ihr in jedem Moment zum Ausdruck bringt und mit der ganzen Menschheit teilt. Unzählige andere, und versorgt sie mit der Motivation und Energie, von der Ablenkung abzulassen und sich auf ihr eigenes Erwachen zu konzentrieren. Keiner von euch befindet sich zufällig in dieser Zeit in der menschlichen Form. Ihr alle habt gewählt, zu diesem Zeitpunkt in ihrer Evolution auf der Erde zu sein, um an dem prachtvollsten Ereignis teilzunehmen, das jemals auf dem Planeten Erde stattgefunden hat. Ihr seid genau dort, wo ihr sein sollt, und tut und seid genau das, was zu tun ihr beabsichtigt habt und in diesem Augenblick auch weiterhin beabsichtigt. Ihr erwacht und ihr erweckt die Menschheit. Die innere Ehre und Bestätigung, die euch erwartet, sind wunderbar, phänomenal und immens, ja, übermenschlich, denn ihr alle seid ganz und gar jenseits des Menschseins, ihr seid göttlich. Wenn ihr euch hieran erinnert und aus dem Spiel der Trennung in die Wirklichkeit zurückkehrt, wird euch die enorme Tragweite der Jubelfeier, mit der eure innere Heimkehr euch begrüßen wird, wieder in euren natürlichen Zustand ewiger und unübertrefflicher Glückseligkeit bringen. Euer euch liebender Bruder Jesus. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.